Hey Leute, na? Wie geht's euch? Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger, ne? Habt ihr auch das Gefühl, dass manchmal ein bisschen Luft raus ist? Wollen wir was Neues ausprobieren? Ein bisschen Menschenfleisch essen? Sowas in der Richtung? Ist das was, wofür ihr euch begeistern könntet? Euer Interesse geweckt? Bleibt dran, wir spielen Evil Rimworld. Bis gleich. Rentier Lukas, der erste Name, der mir da ins Auge fällt. Herzlich willkommen. Ben Oeck 123 sagt Denzel. Ja, schönen guten Tag, wie geht's euch? Chris, Susi, Zeppelord, Xona Official schickt 3 Herzen. Erloff Leppo, Felix, Relikt Marvus. Ja, viele Leute am Start, kein Wunder. Evil Rimworld macht richtig Spaß. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Aber nicht, bevor ich eine Sache noch loswerde. Und zwar, selbstverständlich habe ich mitgekriegt, ihr würdet gerne alle das Twitch Toolkit in Aktion sehen. Und ich habe das Twitch Toolkit aktiviert. Problem nur, man muss dazu eine neue Kolonie starten, damit das funktioniert. Ja, was machen wir jetzt? Ich will ungern diese super coole Kolonie, die wir jetzt so weit gebracht haben, abbrechen. Schauen wir mal. Aber das sei gesagt, wenn die nächste Gelegenheit sich ergibt und ein neues RimWorld-Spiel gestartet wird, dann starten wir das Twitch Toolkit und das würde bedeuten, ihr könnt im Twitch-Chat teilnehmen am Spiel. Ihr könnt es beeinflussen und wie das Ganze funktioniert dann am entsprechenden Tage. Und ich habe auch gehört, dass eventuell unser großartiger Tobi, unser IT-Experte, da dran sitzt, um das vielleicht sogar für den YouTube-Chat gleich mitzuhacken. Ah, gucken wir mal. Aber das nur als Info. Leider funktioniert Twitch Toolkit nur mit einem neuen Match. Wir spielen jetzt aber erstmal unsere alte Runde zu Ende. Und wie sieht ihr aus? So sieht ihr aus. Bäm. Nee? Das Spiel ist oh mein Gott. Ja, ich habe das Twitch Toolkit installiert. Und ich stand hier eben mit Tobi. Hey, komm, wir müssen das Authentication Token aktivieren und da die URL einpasten und so. Ah, okay, alles klar, haben wir gemacht. Okay, jetzt haben wir hier einen Mod-Konflikt. Egal, macht nichts, wir starten es trotzdem. Ah ja, es läuft ja. Bis zu dem Punkt, wo ich Space drücke, damit die Zeit weiterläuft. Okay, guck mal. Ich würde sagen, wir starten das nochmal. Jetzt kurz einmal nicht auf meinen Rechner schalten, weil ich habe keine Ahnung, was dieses O-Authentication-Token ist und ob ihr damit die Welt erschafft, an euch reißen könnt, wenn ihr das kennt und die Kontrolle über das Internet übernehmt. Ich starte das Spiel gerade neu. Und ich muss sagen, dass ich glaube, wir sollten das Twitch-Toolkit einmal ganz kurz deaktivieren. Da es ja eh nicht funktioniert mit der aktuellen Nummer, gehe ich mal rein hier in die Mods, deaktiviere das mal, weil ganz ehrlich, das lag doch jetzt am Twitch-Toolkit. Sowas hatten wir noch nie. Ich starte das Spiel neu ohne Twitch-Toolkit. Und das ist ja auch das, was ich gelesen hatte, dass das so stark verbuggt sein soll. Aber ich wollte es natürlich selber ausprobieren. Komm mal, jetzt viel, viel Lärm um nichts. Spiel wird geladen. Alles gut, Mr. Max. Seine Monkey-Armee steht schon in den Startlöchern. Ja, wenn mal denn sowas gehen würde. Hammer. Ich weiß wirklich noch nicht genau. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Und wie ihr seht, jetzt funktioniert's. Guck mal, Twitch Toolkit deaktiviert. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass ein laufendes Spiel da einfach nicht mit funktioniert. Beim nächsten Mal, okay? Also, ihr wisst ja, uns geht's richtig scheiße. Alle unsere Leute sind tot. Hier liegen ein paar Leichen. Nicht nur von Menschen, sondern auch Dinosauriern. Und, let's do it. Die müssen wir bald mal schmelzen. Wobei, das ist jetzt nicht unbedingt zeitkritisch. Das können wir machen, wann wir wollen. Kriegen wir ein bisschen Plastahl. Bisschen normalen Stahl vielleicht. Ein paar Komponenten. So, hatten wir nicht, wo sind unsere Terrier? Wir hatten doch Tierchen, geht's denen noch gut? Da muss man ein bisschen drauf achten. Da ist der erste. Was? Was macht der? Sieht gut aus. Und er hier draußen. Ihm geht's auch gut. Trainieren aktiviert. Und unsere Terrier Area haben wir hier eingestellt. Sieht gut aus. Die laufen nicht raus, also sind sie safe. Okay. Also, lass mal ganz entspannt anfangen. Wir haben 21 Uhr. Die Leute gehen ihrer Arbeit nach. Ledge liegt im Gefrierraum, wird bald gegessen. Und
Das ist ein gutes Anzeichen. Philipp fängt an zu putzen. Das heißt, wir haben nicht haufenweise Aufgaben verteilt, die aufgrund von Unterbesetzung nicht ausgeführt werden können. Wunderbar. Ich spule mal vor, weil ich glaube, die gehen gleich ins Bett. Und dann lass mal mit einem neuen Tag beginnen, wenn die fresh sind. Ich fühle mich ganz gut, ne? Mit dieser Mauer hier einmal drumrum. Dürfte nicht viel anbrennen. Linda geht's gut. Ohne linken Arm. Trotzdem eine unserer Besten. Der Hund schläft da. Wir könnten mal ein paar Hundeboxen bauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder? Was sagt ihr dazu? Wollen wir mal uns kurz um die Hunde kümmern. Kleines Hunde, ein Hundestall aus Holz. Der muss ja jetzt auch nicht hier angrenzen. Ich würde sagen, der Hundestall. Zwinger ist irgendwie böses Wort. Bin denn das Hundestall? Ach komm, wir benutzen einfach das Ding erstmal, okay? Furniture, wo sind die Hundeschlafgelöde? Wir haben die Boxen oder wir haben die Betten? Wir nehmen richtig schöne Betten. Aber da müssten wir erst einmal checken, wovon ein Bett für die Tiere, warte mal. 40 braucht man. Wovon haben wir denn? Wo wird mein Leder hier angezeigt? Ich glaube, das wird gar nicht angezeigt. Da müssen wir einmal hier hingehen. Und den Button drücken. Dann haben wir hier kategorisiert. Dann können wir hier, wo... Dann können wir da genau gucken. Wir haben 500 Sauropoden. Komm, wir bauen Dinosaurier. Nee. Aus... Ist ein bisschen perlenvoll die Säue, oder? Wenn wir jetzt das Dinosaurierleder verwenden, das brauchen wir für drinnen. Oder machen wir drinnen alles aus Menschenleder? Eigentlich haben wir alles aus Menschenleder gemacht, ne? Okay, dann machen wir das. Wir haben leider nicht genug Menschenleder. Machen wir Sauropodenleder, alles klar. Aus Sauropodenleder. Tierbett 1, Tierbett 2. Und ich mache gleich 4, weil wir wollen ja, dass die sich fortpflanzen. Dann sind wir schon zukunftsorientiert. Sonne geht auf. Es ist 5 Uhr morgens. Weng wird wieder überredet, zu uns zurückzukehren. Die blöde Tante hatte sich ja entschieden, uns im Stich zu lassen. Aber die kriegen wir schon wieder auf unsere Seite. Bisschen Gehirnwäsche, kein Problem. So. Okay, sieht gut aus. Was macht Linda? Linda baut tatsächlich schon die Hundeanlage. Da läuft sie. Im Zustand gut, gefällt mir. Hier, die Granitmauer, die würde ich gerne kommen. So sieht das hübsch aus, oder? Soll ich da eine Tür für die Hunde einbauen? Das tut doch nicht Not, oder? Leben Hunde lieber drin? Nee, Hunde haben doch nicht so komplexe Needs. Die brauchen nur Schlaf und Essen. Ansonsten brauchen die nicht viel. Gut aus. Und Albert kümmert sich um die Tiere. Wo ist Albert? Da. Und haben wir gerade einen kleinen Erfolg zu verzeichnen. Wunderbar. Denn mach mal weiter die Felder fertig, Albert. Oh, Albert, du gefällst mir. Du bist sehr vielseitig einsetzbar. Mittlerweile hast du auch ganz gut Skills hier bei den Plans. 9. Das heißt, wenn du fertig bist mit unserer Baumwolle hier, dann kannst du auch wunderbar unsere Heilwurzel, dieses Feld, was so mega ungleichmäßig hochgezogen ist. Ihr seht, das Feld ist nicht mal fertig und die sind 50% schon. Aber das liegt einfach an den Umständen, die wir momentan zu bewältigen hatten, ne? Philipp holt, ah ja, guck mal, er holt hier fortgeschrittene Komponenten. Das ist sehr, sehr wertvoll. Das heißt, hier oben fangen sie jetzt schon an, Sachen zu holen. Oh, was ist das denn? Stachelschwein? Uiuiui, ja, ganz genau. Gute Frisur. Wir haben die noch nicht geöffnet, ne? Da haben wir noch Action vor uns. Och, so ein riesen Elefantentyp hier. Wir haben genug Fleisch. Was ist das? Ach, der Typ, okay. Und Albert scheint fertig zu sein, wunderbar. Mit unserer Baumwolle. Ich würde jetzt hier einmal sagen, nicht mehr sehen. Weil wenn die anfangen, das hier zu ernten, wenn das bei 100% ist,
dann fangen die meistens auch direkt wieder an zu sehen. Und ich würde gern beim nächsten Mal, dass das gleichmäßig hier wächst. Kriegen wir dann auch hin. Philipp macht sauber. Ist ja noch nicht so lange her, dass wir dieses komplette Gebiet innerhalb der Mauern als Homezone definiert haben. Das heißt, jetzt kommt Philipp mal dazu, das erste Mal das auch sauber zu machen. Und Wang dreht durch im Gefängnis. Da steht sie. Man sieht den Grad ihrer Durchdrehung anhand dieser roten Partikel. Das ist die Wut, die aus allen Poren sprießt. Wang, was los? Dir geht's nicht so gut, ne? Oh ja, das mit der Lunge, das tut mir auch leid. Da sind wir aber dran. Wir erforschen das ja. Das dauert nur ein bisschen. Dazu brauchen wir nämlich das Machining. Und wir müssen mal ganz kurz gucken. Haben wir überhaupt jemanden, der Research? Haben wir nämlich nicht mehr. Denn ich glaube, war das nicht Ledge? Irgendwer war unser Forscher. Da ist sie. Wang war das. Und Wang ist im Gefängnis. Ja, tut mir leid, Wang. Also irgendwie bist du auch selber deines eigenen Schicksals Schmied. Du hast selber entschieden, dich nicht mehr der Forschung zu widmen, der Forschung, die dich einen Schritt näher bringen würde zu deiner erwünschten Lungentransplantation. Jetzt sitzt du hier und stehst dann nackt mit einer halben Lunge und bist ziemlich mies drauf. Würde ich sagen, selbst schuld, oder? Sie macht ja gar nichts Böses. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass sie irgendwie die Tür versucht einzuschlagen. Macht sie aber nicht. Das müssen wir auch eines Tages machen. Wenn wir wirklich mal mehr Gefangene haben, müssen wir unsere Gefängnisse upgraden. Hier Holzgefängnisse, das ist nicht wirklich zukunftssicher. Linda macht auch sauber. Das sieht aus, als hätte sie dann tatsächlich nichts zu tun. Also könnten wir einen kleinen Bauauftrag starten. Was meint ihr, sollten wir mal bauen? Ich zoome mal raus, wir gehen in den Chat. Ich nehme mal eure Vorschläge entgegen. Warte ganz kurz, wer dreht hier gleich durch? Philipp? Ah, weil Ledge tot ist. Ja gut, jetzt, es läuft nicht so gut. Es läuft nicht so gut. Aber wir Zähne zusammen und durch, okay? Zeit heilt alle Wunden. Zieh dir doch mal wieder was an, sagt Jenny. Wieso denn? Verstehe ich nicht. Gefangene müssen nackt sein bei mir. Wir sind böse. Das heißt, wenn du bei mir gefangen bist, dann bist du halt nackt. Deal with it. Warum ist Wang nicht mehr im Team? Fragt Hiri. Daran erinnere ich mich noch, das lag höchstwahrscheinlich am Kannibalismus. Wang war ja keins unserer Startmitglieder. Die hatten alle Kannibalismus, das hatten wir im Vorfeld so eingestellt. Wang ist später erst dazugestoßen, hatte dementsprechend nicht das Perk des Kannibalismus, wie wir hier sehen. Sie ist zwar eine schnelle Lernerin, super immun und eine Nachteule, aber Kannibalismus stand nicht auf ihrem Plan. Dementsprechend ist sie irgendwann nach zwei, drei, ich weiß gar nicht, guck mal, wir haben jetzt schon... Ich glaube, wir haben ein ganzes Jahr schon durchgespielt, oder? Ja, fast ein Jahr. Hat sich hier in dieser Kannibalenkolonie verbracht und irgendwann hat sie einen Klick gemacht und sie sagt, nee, ey, Leute, ist genug. Kein Bock mehr auf Kannibalismus. Ist nicht mein Ding, ich hau ab. Und wir haben aber gesagt, hey, das ist nicht. Einmal im Club der Kannibalen, immer im Club der Kannibalen. Außerdem wurde, glaube ich, ihr Freund erschossen. Das steht auch gerade im Chat. Das sehen wir hier auch noch. My lover Trev died. Aber das ist erst passiert, glaube ich, nachdem sie sich entschieden hat. Oder war das davor? Keine Ahnung. Es sind viele Dinge zusammengekommen. Ledge war einer von den Guten. Hier oben sehen wir das noch. Das war eine Sie und die war eigentlich ziemlich alt und hatte nicht mehr so viel auf dem Kasten. Wir sehen das hier. Aber doch, die konnte doch einiges. Du hast recht. Aber nichts wirklich Wichtiges. Das mit dem Animals und das Cooking hatten wir schon. Ja. Trotzdem, sie war schon wichtig. Basis schön machen, sagt Susi. Straßen und Böden für die Gebäude, sagt Albo. Essen ohne Tisch ist halt auch ein Grund für Depressionen. Das stimmt, aber wir haben einen Tisch. Hydrokulturen eventuell bauen, sagt Shokuri. Das ist enormst stromintensiv, wenn du dann auch die entsprechenden Lampen brauchst. Stromtechnisch würde ich da noch ein bisschen warten, bis wir uns das leisten können. Ich brauche neue gescheite Leute, sagt Andreas. Ja, das stimmt, da habe ich aber keinen Einfluss drauf. Erstmal die Base sauber machen. Fußböden, sagt jetzt Distortion. Ja, Fußböden. Okay, viele Leute sagen Fußböden. Machen wir mal Fußböden. Die stellen wir her aus. Warte, lass mich das mal kurz umstellen. Haben wir genug Holz? Nee. Wir brauchen mal mehr Holz. Oder machen wir das aus Stein? Nee, Steine seht ihr hier. Haben wir auch recht wenig. Wir müssen mehr Holz hacken und dann bauen wir ein paar Holzböden, okay? Und vielleicht ist es gar nicht
blöd, wenn wir das Holz innerhalb unserer Basis ein bisschen abholzen, weil das natürlich auch eine gewisse Feuergefahr mit sich bringt. Also, chop wood. Hier schön unseren Garten mal choppen, okay? Choppy chopsen. Seht ihr hier? Die sind alle aktiviert. Nehmen wir mal das hier. Das Gute ist, wenn man über das Button, über den Button hier geht, über chop wood und nicht im Einzelnen anklickt, dann nimmt er automatisch alle Bäume, die, glaube ich, über 50% schon gewachsen sind. Weil nur bei denen macht das wirklich Sinn. Ihr seht das hier. Der ist ready to harvest und die hat er jetzt automatisch nicht genommen, weil der ist erst 13% und der ist 49% und der bei 9,9% Wachstum. Schon wieder Nacht. Batterien sind voll. Wir hacken gleich Holz. Und welchen Raum machen wir als erstes schick? Ich würde natürlich sagen, hier als erstes brauchen wir unseren super Aufenthaltsraum. Ja, wir könnten auch... Nee, das nehmen wir nicht. Aus Beton. Das ist ja hässlich. Wir nehmen das aus Holz, ja? Das würde kosten 700 Holz. Und ich gebe den Auftrag erst, wenn wir das 700 Holz haben, weil sonst läuft es am Ende wieder darauf hinaus, dass der Bauer jeden einzelnen Holzscheit hier nimmt von draußen. Ich möchte lieber, dass er hier richtig fette Holzscheite aus der Basis nimmt. Und hier sehen wir gerade... Wir sind am Limit. Da würde ich sagen, das ist auch gar nicht so unwichtig. Lass mal bitte das hier abbauen. Das ist aber eine riesige Stahlader, das gefällt mir. Ein bisschen mehr Platz brauchen wir. Das auch noch weg. Wir sehen ja hier... den Radius unseres orbitalen Handelsbojenteils, das in Kombination mit dieser Kommunikationskonsole uns ermöglicht, interstellaren Handel zu treiben, beziehungsweise Handel im Orbit mit interstellaren Schiffen. Und es ist Nacht. Ich spule wieder ein bisschen vor und wir lassen die Aufgaben geschehen. Was sagt ihr, Chat? Was würdet ihr denn heute kulinarisch empfehlen, fragt Ulf Zukowski. Das ist immer eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, Kannibalismus macht in dem Run mehr Probleme, als es nützt und böse ist. Es wäre böser, Sklaven zu nehmen und Masochismus auszuleben, sagt Wesker. Mhm. Wie bekommst du neue Bewohner, fragt Miostar. Das ist im Grunde ein Zufallsereignis. Also alle Leute, die wir treffen, hier kommen ja manchmal auf der Karte Leute rein. Besucher, Wanderer, Angreifer. Und die können wir gefangen nehmen und dazu zwingen oder überreden, sich uns anzuschließen. Philipp pfeift sich jetzt ein bisschen Crack rein. Philipp ist high auf Crack. Noch eine, ach komm. Zweimal Crack ist besser als einmal Crack. Direkt oben Überdosis. Philipp hat eine Überdosis Crack. Wie wirkt sich das aus? Ist gar nicht so schlimm. 8% Manipulation verloren, aber ganz ehrlich, ich glaube, das kommt eher aufgrund des Verlusts seines linken kleinen Fingers. Ah komm, hau dir noch einen rein! Wie viel haben wir denn davon noch? Ui. Wir müssen da aufpassen, dass die nicht das Luziferum jetzt irgendwann anfangen zu konsumieren. Das hält aber nicht lang. Guck mal, Philipp ist schon wieder... ihm geht's schon wieder gut. Jetzt haben wir noch die Überdosis. Und jetzt, wo er nicht mehr high ist, oh, habt ihr gesehen? Eben gerade waren kurz die Werte reduziert. Jetzt sind sie wieder... ist gar nicht schlimm, Crack. Also, ich meine Flake. Nenn das jetzt gerade einfach mal Crack. Weil das so geraucht wurde. Ja, ist nicht schlimm. Machen wir auch bald, ne? Wenn Albert hier fertig ist mit den Heilwurzeln, müssen wir mal gucken, ob wir auch ein paar Drogen mal anbauen, weil ist ja sonst langweilig, oder? Wie sieht's aus? Kann er nicht an Überdose sterben, fragt Andreas Rubilla. Ich glaube ja, das geht schon. Bin ich mir recht sicher, dass das geht. Philipp gönnt sich gern mal, genau. Gibt es ein Ziel in diesem Spiel? Ja, es gibt ein Ziel tatsächlich und das ist das Bauen eines Raumschiffes, um diesen Planeten wieder zu verlassen. Oder alternativ, gibt es einen alternativen,
eine alternative Möglichkeit. Hier auf dieser Übersichtskarte gibt es einen Ort, den wir von einer freundlichen KI bekommen haben. Das ist so ein Fähnchen. Ich schätze mal, das ist das Ding hier. Und wenn wir diesen Ort erreichen, Landed Ship, dann scheint sich hier ein Schiff zu befinden, das dort gelandet ist, das uns wegbringt von diesem Planeten. Das ist aber eine ganz schöne Ecke. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das so ähnliche Masse ist wie die Erde, dann ist das schon eine Ecke. Wir wissen ja, dass einmal rum um die Erde 40.000 Kilometer sind. Also würde ich sagen, hier von der Mitte, vom Äquator bis runter, 10.000, oder? Das ist nicht ohne. Zu Fuß? Pff. Nee, da baue ich mir lieber mein eigenes Raumschiff. Oh ja, das Holz kommt. Das Holz kommt. Ja, das müssen wir jetzt ein bisschen beobachten. Und wunderbar, es läuft. Hier unten wird gehackt. Das Holz wird wohin gebracht? Haben wir noch einen Stack hier irgendwo? Oh ja. Da ist schon 500. Komm, wir können schon langsam mal anfangen, diesen Boden hochzuziehen. Ein schöner Fußboden in unseren Aufenthaltsraum. 714. Okay. Linda, wenn du fertig geschlafen hast, du legst dich gerade hin, ist aber auch gut, bei 22 Uhr finde ich das in Ordnung. Am nächsten Tag, morgen, verlegst du da bitte mal schön ein paar Holzdielen, okay? Macht das eigentlich überhaupt jemand, fragt Zomboid. Ich weiß nicht, was du meinst. Meinst du dieses Dahinlaufen zu dem gelandeten Schiff? Frage ich mich auch. Bau dem noch mal eine Fackel im Lagerraum, dann kann der schneller graben. Ja, das stimmt eigentlich, ne? Könnten wir mal... Sollen wir da mal eine Fackel hinsetzen? Wo waren die Fackeln? Ich setze dir mal hier eine kleine Fackel hin. Mach ich. So, wer ist schwanger? Du bist schwanger? Herzlichen Glückwunsch! Wunderbar! Ist das nicht schön? Corrivo ist schwanger. Glückwünsche bitte an Rim Kolonie Cannibal Island 1 auf Rimworld irgendwo im Weltraum. Middle Stage. Okay, jetzt müssen wir sicherstellen, dass es ihr gut geht. Und dann haben wir bald kleine Baby-Terrier. Und die können wir rein theoretisch dann verkaufen oder essen im Notfall. Wir sind ja böse, aber wir wollen sie zum Transport nutzen. Wir werden diese Tiere... Hier wird Tierarbeit quasi. Zum Trend. Okay? Der Windgenerator ist nicht angeschlossen. Du hast vollkommen recht. Dieser kleine Pimmel hier war dafür verantwortlich. Jetzt ist er angeschlossen, sobald sich Linda darum kümmert. Danke! Wer war das? Ist schon weg. Transportterrier, genau, Bierhumpen, die meine ich. Ob ich Age of Wonders planvoll, meinst planvoll? Planvoll. Ob ich das mal zock? Ist jetzt gerade nicht geplant. Dann wird der Terrier zum Carrier. Gefällt mir auch, Schmolle. Carrier, Terrier. Was ist denn hier los? Haben wir hier wieder... Das sieht aber nicht kompatibel aus, oder? Was kriegen wir hier raus? Mufflon-Iguandons, wenn die fertig sind. Ihr wisst, was ich meine, ne? Mann, oh Mann. Naja. I don't judge them. Mach die Böden lieber nicht aus Holz, sonst steht immer gleich der ganze Raum in Flammen, wenn es mal brennt, sagt Warmer Jans. Ja, das stimmt, bleibt uns aber keine andere Wahl, außer wir könnten es aus Beton machen und das ist mega hässlich. Einzige sinnvolle Alternative wäre Stein, meiner Meinung nach, und Steine haben wir nicht genug für einen kompletten Boden dieser Größenordnung. Ja, das ist wirklich gigantisch hier, dieser Raum. Unten wird gehackt. Linda, du schläfst. Okay, denn es ist halt noch dunkel. Ich spule wieder und gucke in Chat. Es gibt übrigens eine Mod, um mit DNA-Kreuzung neue Tiere zu züchten. Das muss ich mir mal merken.
Stahlböden könnten wir machen. Ja, das stimmt, aber das ist ein ziemlicher finanzieller Aufwand. Also Stahl ist sehr wertvoll, würde ich mal jetzt behaupten. Den brauchen wir schon irgendwie. Und schaut euch das an hier, Linda. So stelle ich mir das vor. Danke, Lindy. Terrier können nicht transportieren. Bist du dir da sicher, Felix? War es nicht mal früher so, dass sie wenigstens ein bisschen transportieren können? Und wenn wir mal hier schauen, hast du vollkommen recht. Denn das hier ist ausgegraut. Ha! Die können gar nicht. Es gibt keine Transport-Carrier. Die Info hat Felix gerade gedroppt. Hast vollkommen recht. Dann müssen wir sie halt doch öffnen, essen. Radtop 29 sagt gerade Schlafkapseln öffnen. Machen wir auch gleich, aber ihr wolltet gerade erstmal, dass wir den Boden hier finalisieren. Lass uns das erstmal beenden. Und das ist das, was ich meinte. Jetzt holt Linda jetzt die einzelnen Stacks von draußen. Das ist ein bisschen uneffektiv, aber naja. Die macht eh gerade Pause. Was machst du, Albert? Du streichelst den Hund. Was macht's Training? Hier steht's auch. It's too small for this. Haben wir uns zu kleine Hunde geholt. Gut, aber die waren halt auch günstig. Ne? Ganz ehrlich, was haben die gekostet? 150 Silber. Das waren Schnäppchen. Ihr geht's gut, ne? Sie hat jetzt super trainiert, ist durchtrainiert. Aber ich kann das jetzt leider nicht anklicken. Das ist der Beweis dafür, dass das stimmt. Leider keine Carrier-Terrier. Man streichelt sein Essen nicht, sagt Slaus. Ja, du hast vollkommen recht. Ich weiß auch nicht. Was ist los mit dir, Albert? Ein Anflug von Emotionalität hier. Das können wir ja gar nicht gebrauchen. Deine Gefühle lässt du bitte außerhalb dieses Planeten. Kleine Hunde sind eh nervig, sagt Alessana. Haben Terrier die Laune der Leute? Terrier schlachten, bevor die Leute eine Beziehung aufbauen, sagt Billy Böklunder. Das ist tatsächlich eine interessante Feststellung, ja. Lass mich mal ein Stück Kaffee darauf nehmen. Au. Ach ja, falls euch interessiert, ich habe eine Rippenprellung auf der linken Seite. Jeder Atemzug tut weh. Hab versucht, was zu erreichen. Saß am Computer zu Hause. Wollte so nach links greifen. War außerhalb meiner Reichweite. Gehst immer weiter und irgendwann bin ich abgerutscht und mit meiner linken Seite auf meine Stuhllinie. Ich weiß nicht, wo dieses Knacken herkam, ob das vom Stuhl herkam oder von meinen Rippen. Das hatte ich auch, das habe ich seit letzten Donnerstag. Da war es aber noch nicht so schlimm, ist heute irgendwie hart geworden. Deswegen auch, muss leider morgen und übermorgen ausfallen. Ich war nämlich heute beim Arzt und er meinte, ich muss das einmal, wenn das schlimmer wird, soll ich einmal mich schonen. Aber ich heule nicht rum. Nur, falls ihr euch manchmal wundert, wenn ich etwas schmerzverzerrt aussehe. Guck mal, Ulnreich sagt, hab genau das Gleiche. Ja, mir wurde auch gesagt, da kann man bis zu 6 Wochen was von haben. Und, ja. Oh, Billy Böklunder meint, das sind ganz schlimme Symptome und ich werde wohl eher sterben. Das ist auch gut. Ja, Rippen ersetzen. Vielleicht kann Linda sie bei mir ausbauen. Ja, Linda, danke. Vielleicht kann sie mir da so eine Holzrippe schnitzen. Ach, guck mal, sie ist fast fertig. Jetzt nur noch das und dann haben wir einen richtig schönen... Ich check gleich mal die Hübschheit des Raumes. Welcher Button war das nochmal hier unten? Welcher war denn das? Beauty Display, da ist er. So, okay. Oh, hier ist ganz schön dreckig drin. Ich meine eigentlich den anderen Button. Rumstets-Display, da ist er doch. Impressiveness ist jetzt auf Decent. Die Wells of Somewhat Rich, very spacious. Also nur die Sauberkeit ist ein Problem. Und das ist einfach ein Problem, das damit einhergeht, dass wir nur 3 Leute haben. Und ihr kennt das, ne? Wenn ihr eine riesengroße Wohnung habt oder was weiß ich, oder Leute, die ein großes Haus haben, die brauchen dann immer eine Putzkraft und man kommt nicht hinterher, das sauber zu machen. Hast du die eine Seite sauber, ist die nächste Seite schon wieder vollgestaubt. Und ähnlich ist das hier. Nur mit Blut und anderen Körperflüssigkeiten und Kotze.
Wobei unsere Basis aktuell mal kotzefrei das, und blutfrei. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Also gar nicht so gewöhnlich. Philipp, schon wieder eine Overdose oder ist das immer noch die alte? Nee, das war die alte. Ah, hier brauchen wir noch ein bisschen, bis Wang wieder zu uns stößt. Das ist natürlich sehr zeitintensiv. Ich spule wieder ein bisschen vor. Was sagt ihr im Chat hier? Wir sammeln für ein Orion Exoskeleton für Dennis, sagt der ultimative Dude. Ja, tatsächlich, ich bin ein Freund kybernetischer Verbesserungen des Körpers und ich bin ein bisschen traurig, dass es wahrscheinlich in meiner Lebenszeit... Naja, wer weiß, aber ich wäre dabei. Ich wäre dabei. Was mich nur stören würde, ist, dass wahrscheinlich ähnlich wie, ich meine, ihr kennt das ja, technologische Entwicklung wird halt immer fixer. Das seht ihr ja auch zum Beispiel an den Telefon. Kaufst du das Telefon, kommst nach Hause, ist das schon veraltet. Ähnlich wird es eventuell sein, baut ihr euch ein neues Auge aus, so blinzelt ihr einmal und schon gibt's die neue Version und dann ärgert ihr euch, ne? Ich meine, kennt ihr doch. Habt ihr nicht auch irgendwie eine PlayStation oder eine Xbox gekauft und euch dann geärgert, als die gleichen Dinger nochmal in 4K gab, wo die Spiele dann plötzlich nicht mehr ruckeln? Hm, das gleiche mit eurem Auge stelle ich mir noch ein bisschen ärgerlicher vor. Kann man die Steine, die man ja nur verarbeiten kann, verkaufen? Hab stackweise Marmorböden und so weiter. Ja, Bulk Trader, schätze ich mal, würden das sein, die das kaufen. So. Laserlinde. Ich knall jedes Zimmer mit einer selbstgebauten Startuhr zu, sagt. Wer sagt das? Sagt Kraut. Ist dann hübsch, Blümchen helfen auch. Ja, das stimmt. Tatsächlich können wir, wollen wir ein paar Blümchen wenigstens platzieren? Weil Startuhren, Mad Geese, oh scheiße, da kommen sie, böse Gänse. Und sind schon direkt vor unseren Toren. Ich mach mal kurz auf Pause, wir wollen jetzt hier nicht diesen Gänsezwischenfall, müssen wir mal kurz bereinigen. Wie sieht's aus, mitten in der Nacht, 3 Uhr nachts kommen die Gänse natürlich, das ist klug. Gänse sind ja auch klug. Wollten uns überraschen, haben aber nicht mit unseren Verteidigungsanlagen gerechnet. Schicken wir Linda, unseren Terminator, raus. Der geht's auch ganz gut, denn sie hat gerade richtig geile Nummer geschoben, wie wir hier sehen. Das war so eine gute Nummer. Das seht ihr hier, da könnten 3 Leute sterben. Und sie wären neutral drauf. Komm, Linda, raus hier. Was denn? Maus, verlass mich nicht. So, danke. Maus funktioniert wieder. Wir schicken Linda nach draußen, 3 Uhr nachts, dass sie das mal kurz bereinigt. Diese Gänse hier vorne, wir könnten sie auch eigentlich ignorieren. Ich glaube, dass dieses, es ist ja wahrscheinlich ein Manhunter, unter dem sie gerade leiden. Ja, hier steht's gerade. Das würde sich wahrscheinlich nach einem Tag oder so gefühlt abstellen. Aber da wir ja nicht wissen, ob hier draußen noch was eingesammelt wird, habe ich lieber keine tollwütigen Gänse vor meinen Toren. Die halten aber ordentlich was aus. So, erst rein. Linda, du darfst nach Hause gehen, beziehungsweise wir nehmen die Gänse mit. Linda kümmert sich sofort drum. Da wir böse sind, normalerweise würde ich sagen, okay, erlöse diese Gans. Aber da wir böse sind, lassen wir sie verbluten, okay? Uns ist wichtiger die Zeitersparnis. Warum sollten wir sie erlösen? Sie stirbt doch eh. Schwangerschaft, alles gut. Linda bringt die Gans nach Hause. Astrein, 4 Uhr morgens. Können die Chihuahuas die Gänse jagen? Jein. Nee, die Chihuahuas selber nicht. Außerdem sind das Terrier, oder? Was ist das? Ich weiß gar nicht. Doch, es ist ein Terrier. Aber Hunde, jetzt aber leider nicht diese, weil die zu klein sind, können quasi als Bodyguard eingesetzt werden und auch mit eingreifen. Ja. Böse Kannibalen mit Blümchen im Schlafzimmer. Ja, ne, ihr habt recht. Das passt eigentlich nicht so richtig zusammen. Wir brauchen eher böse Startuhren. Ich mach das mal. Wir bauen mal so einen schönen Sculptures Table. Den bauen wir natürlich aus Holz. Und den bauen wir erstmal hier hin.
Albert, wunderbar, langsam geht das mal voran. Das finde ich gut. Das haben wir schon deaktiviert. Das gleiche machen wir auch hiermit. Ich würde Albert jetzt auch mal ganz kurz zugucken. Es könnte sein, dass Albert das jetzt hier auch durchzieht, oder? Naja, nee, ich glaube nicht. Der würde zwei Etappen brauchen. Heilwurzeln zu pflanzen dauert natürlich auch ein bisschen länger als so normale Kartoffeln oder Reis. Das ist schon eine andere Nummer. Muss man schon ein guter Gärtner für sein. Na, Albert macht das. Terrier Tapas. Guck mal, jetzt sagt Krautsalatauflauf. Etwas sehr Wahres, ohne Hitzewelle. Kümmern wir uns gleich drum. Ich möchte einmal ganz kurz hier. Er sagt, böse, aber mit Sinn für Innenarchitektur hat doch was. Bösewichte bei Bond haben doch auch stilvoll eingerichtete Unterschlüpfe. Ja, das stimmt. Aber wir sind nicht die Bösen von Bond. Es gibt aber Bond auch keine Kannibalenböse. Es gibt ja Böse und Böse. Das gibt ja also zivilisiert Böse und unzivilisiert Böse, sagen wir mal einfach. Wir sind unzivilisiert Böse. Und nicht wie die Bond Bösewichte, die einfach nur reiche Leute sind, denen langweilig ist. Da ist so ein kleiner Unterschied, ne? Gute Besserung an Buffy Nador. Das Blut vor der Mauer ist gut fürs Image. Oh ja, du siehst es gerade, wunderbar. Schade, dass der Regen das wegspült. Aber warte mal auf so ein 20-Mann-Raid, dann werden wir das hier alles tränken in Blut. Oh, Linda holt die Gans. Aber man sieht, dass die hier verblutet ist. Ne? Ist wunderbar, wie das direkte Spiel da optisches Feedback drüber gibt, wie die Gans verreckt ist. 31 Grad draußen, alles klar. Wir sollten mal kurz überlegen. Wie sieht's drinnen aus? Noch in Ordnung, aber das heizt sich gerade extremst auf. Wir sind erst am Anfang dieser Hitzewelle. Wollen wir die ignorieren oder wollen wir... Man weiß ja nie, vielleicht ist sie schon an einem Tag vorbei. So ein Hitzeschlag ist nix Schönes. Wir haben ja einen Rückzugsort. Normalerweise ist es so, dass Leute, wenn sie kurz vor einem Hitzschlag stehen, automatisch von sich aus einen Raum suchen, um sich abzukühlen. Vertrauen wir mal darauf. Es ist jetzt einfach auch nicht möglich, dadurch, dass die Basis so offen gestaltet ist, eine zentral gesteuerte Klimaanlage da zu installieren. Das wäre viel zu aufwendig für diese eine Hitze. Komm da. Bei 26 Grad schlafen ist doch kein Problem. Guck dir Wang an. Da liegt sie schön in der Ecke. Wahrscheinlich ist es schon zu warm. Oder warum liegst du in der Ecke? Ist das ein Krankenbett? Nee. Warum liegst du in der Ecke? Wirklich, weil es so heiß ist? Schau mal, hier unten kommen wir vorwärts. Einmal die Mauer rumziehen, dann erweitern wir schnell unsere... So, unseren Stockpile. Jetzt haben wir hier einen neuen Platz. Und eventuelle Dinge, die jetzt hier rumliegen. Oh, Linda, du bist so effektiv. Ich glaube, ich liebe dich. Du bist so gut. Guckt sie euch an. Vorbildlich. Das ist die beste Kolonistin, die ich je hatte. Dabei hat sie nur einen Arm. Stellt sie euch vor, wenn sie zwei Arme hätte. Was macht sie jetzt? Jetzt räumt sie auf. Oh, dann scheint ja wirklich gar nichts zu tun zu sein. Aber hier ist doch so dreckig. Die essen schon rohen Fraß. Es muss gekocht werden. Was, wirklich? Danke, da habe ich gar nicht mitgekriegt. Haben wir kein Essen mehr? Halleluja, du hast vollkommen recht. Müssen mal den... Kochschiene wieder aktivieren. Wie sieht's denn aus? Die restlichen Aufgaben sind ja verteilt, bis auf Research. Dann wird Philipp jetzt eine Runde kochen. Philipp, du... Ach, shit, du hackst hier gerade den Kram. Macht nix. Wisst ihr was? Ich stelle hier mal ganz kurz den finalen Raum ein. Wartet. Mein. Wo ist die Mitte? Hier ist die Mitte. 8 Felder nach oben. Das heißt, wir gehen 8 Felder nach unten. 4 nach rechts. 4 nach links. Dann mache ich so. Und... Nee, warte, jetzt habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht.
Und... So und so, oder? Haben wir jetzt einen symmetrischen Raum? Ne, jetzt habe ich schon wieder was falsch gemacht, ich Idiot. Oh Mann, wartet mal ganz kurz. Das sieht hier so unordentlich aus, deswegen... Ich mal ganz kurz überlegen. Wartet, so, zack. Und danach brauchen wir eigentlich zwei. Danke. Ja, so, so glaube ich. So, jetzt sind wir richtig. Dann machen wir das gleiche hier. So. Na, um das hier zu vervollständigen. Sieht gut aus, oder? Was sagt ihr? Ist das richtig so? Da habe ich was übersehen. Sieht gut aus. Ja, der ultimative Dude kennt das Problem, an dem ich gerade hing. Und Linda ist inspiriert. Aber nur für Kreativität. Guck mal hier, Wild Woman wanders in. Eine wilde Frau, splitternackt. Und hot. Oh, sie ist hot. Das ist wahrscheinlich ein bisschen anders gemeint, aber ihr wisst, was ich meine. Sie ist ein Psychopath, wunderbar, sie passt zu uns, sie hat Blutlust und sie ist ein Body Purist. Das heißt, sie mag es ungern, technologisch verbessert zu werden, so mit kybernetischen Augen und so. Sie kann nichts außer schießen und schlagen. Sie ist aber 22-jährige, blutlustige Psychopathin. Die passt doch super zu uns, oder? Ich meine, sie kann tragen. Das ist das Gute, dass hier nicht steht, incapable of tragging. Fräulein, wie war denn das jetzt? Ganz kurz. Können wir sie zähmen? Genau, so war das. Wir können sie zähmen. Wollen wir sie zähmen oder wollen wir sie gefangen nehmen? Wir versuchen sie mal zu zähmen. Wen haben wir da? Handel. Macht Albert. Albert, wo bist du? Albert, du hackst hier unten gerade. Nee, komm, kannst du vielleicht das abbrechen und gehst du jetzt direkt? Nee, jetzt geht er erstmal. Albert will kochen. Nee, das müssen wir dann manuell. Ach, guck mal, er macht's schon. Er schnappt sich nur das Fleisch. Sie wird mit rohem Fleisch gezähmt. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, aber bleibt uns gerade nichts anderes übrig, denn Philipp, oh, warte, oder bleibt uns was anderes übrig? Komm, egal, wir machen das einfach. Damit sie gleich weiß, wie der Hase läuft. Was für Fleisch hat er jetzt genommen? Das ist noch wichtig. Ist das... Nee, ist Diplodocus-Fleisch. Schade. Das wäre ja zum Beispiel ganz lustig, wenn man dadurch Kannibalismus antrainieren könnte, ne? Wenn wir jetzt so eine wilde Frau haben und die immer mit Kannibalenfleisch... Verfolgen mal Albert, wie er diese Dame zähmt. Spinnen haben wir ausgerottet. Seht ihr hier, die ganzen Spinnweben sind weg. Hunter Lex Ranged Weapon. Das ist Albert. Da müssen wir uns gleich mal drum kümmern. Er ist ja gar nicht schlecht mit Shooting 10. Schauen wir mal, was wir gleich im Lager haben. So, vorbei an diesem Tapir hier, der so super aussieht. Tiere mit Rüsseln haben immer plus 1 auf cool, oder? Zack, hier rum. Mitten in der Nacht. Naja, 9 Uhr, 37 Grad. Die sollte froh sein, dass sie bei uns abhängen darf. Wie heißt sie eigentlich? Egan. Das für ein Name. Egan. Egan. Meint ihr, das klappt doch nicht beim ersten Mal, oder? Hey, Albert! Das war alles? Das war aber ein ziemlich lamer Versuch. Hast du überhaupt das Fleisch gegeben? Ja, hast du. Er hat ihr ein Lied gesummt. Oh, sie kriegt leicht einen Hitzeschlag hier draußen bei 35 Grad. Da müssen wir mal kurz drauf achten. Wie sieht es denn bei unseren anderen Leuten aus?
Denen geht's gut. Keine Hitzeschläge incoming. Ich habe jetzt Angst, dass Egan irgendwann die Map wieder verlässt. Oder bleibt die jetzt? Wisst ihr das? Ach, dieser Biber. Morgen wiederkommen, ne? Ja, das ist das Ding. Ich könnte sie jetzt gleich gefangen nehmen und trainieren. Ich habe Angst, dass ihr hier draußen irgendwas passiert oder dass die abhaut. Chefkat sagt jetzt, glaubt, die bleibt. Oh ja, das ist gut, sagt Alesana, wenn sie umkippt aufgrund des Hitzeschlags, weil dann können wir sie retten. Und dann hängt sie bei uns rum. Und Salat auf Lauf sagt auch, die bleibt jetzt ewig auf der Karte. Ja, das Doofe ist, sie ist weit weg. Man sieht halt im Vorfeld nicht, wie viel Widerstand sie bei einer Gefangennahme mit sich bringt. Naja, ihr wisst, was ich meine. Die Resistance hier, die wir auch hier bei Vang gerade, gegen die wir ankämpfen, die aktuell gerade bei 16 noch ist. Die muss auch gen 0 gehen, dann können wir sie überreden. Na gut, komm, wir spulen mal, dass das vorbeigeht. Ja, viele Leute sagen gerade, dass sie lange auf der Map bleibt. Gut, dann probieren wir das mal. Oder bis sie verhungert, ist natürlich auch interessant. Deswegen versuchen wir sie ja zu füttern. Vang geht berserk. Aber wenn Vang berserk geht, dann... ja. Passiert gar nichts. Philipp kocht fleißig. Gut, hier geht's jetzt wieder... aufwärts mit dem Essen. Okay. Ja, hier läuft's. Das sieht gut aus. Das Feld ist auch fertig. Wenn das läuft, würde ich jetzt auch nochmal vorschlagen, ein neues Feld anzulegen. Wir wollen ja anderen Stuff auch noch aufbauen. Wie groß sind die? Die sind 12 Felder. Dann bauen wir hier schön... ach nee, hier unten ist schlechter Boden. Da will ich gar nicht. Ich setze einfach hier noch ein Feld hin. Machen wir mal 8 mal 12. Und zwar jetzt Mais. Okay. Bisschen Grundnahrung. Wieso? Ah, Mist, unser Fleisch verrottet. Unsere Klimaanlage kommt nicht mehr gegen an. Wir haben 2 Grad. Und, da verrottet das erste Fleisch. Hier auch die Lunge. Die, das gar nicht ab kann, diese Temperaturunterschiede. Aber da können wir nichts gegen machen. Ich könnte natürlich noch eine zweite Klimaanlage einbauen. Aber, komm, 43 Grad. Wie hoch kann denn das noch gehen? Ist das nicht mal bald mal vorbei? Uiuiui. Wie geht's dir, Albert? Den geht's allen gut. Hitzetechnisch beschwert sich hier keiner, muss man grad mal... doch, hier, minus... aber es hat noch keiner körperliche Ausfälle deswegen. Und Albert interessiert das anscheinend gar nicht. Ja, wir beobachten das. Kann man den Raum kleiner machen? Sagt Slaus. Ja, das stimmt. Das wäre eine Möglichkeit, den Raum jetzt hier kleiner zu machen. Aber wir stehen das durch. Wir stehen das durch. Es wäre auch irgendwie, ich meine, stell dir mal vor, ihr wärt da tatsächlich auf diesem Planeten. Naja doch, um zu überleben, würdet ihr wahrscheinlich den Raum kleiner machen. Wir lassen das so. Das ist gleich, das geht gleich vorbei. Naja, wir haben den nämlich gerade erst vergrößert. Sagt Gargoyle auch. Moin Smoky Joe. Boah, schwarzer Humor von Fortinox hier gerade. Ich
Hitzewellen können recht lange andauern. Ja, alles kann, das ist ja alles Zufall, ne? Das kann manchmal echt verdammt lange andauern. Ist gefährlich, aber wir stehen das durch. Bis jetzt nichts Schlimmes. Okay. Ich spule mal das. Hier ist was passiert, okay? Oh Mann, hier 6 Grad. Wisst ihr was? Ich baue da. Wir haben ja genug Strom. Ich baue das. Noch ein Cooler rein, okay? Linda, wenn du das schnell erledigen könntest, wäre das echt super, weil jetzt gerade natürlich die Temperatur extrem warm ist hier drinne. Und, ui, jetzt dürfte... Oh, das gucken wir uns mal an. Wie schnell verfällt denn das... Oh, ja, seht ihr das? Jetzt dadurch... Eieiei, Linda, bist du denn hier... Na, die Lunge können wir vergessen, oder? Was macht das... Uiuiui. Die Lunge können wir vergessen. Wir kriegen eine neue Lunge demnächst. Kein, versichere ich euch. Lunge schnell in Wang einbauen. Ja, das geht ja nicht. Das ist ja das Problem. Das ist ja... Wang muss ja erst das Transplantieren von Lungen erforschen, um sich dann selber die Lunge einzubauen. Da Wang aber jetzt entscheidet, wie beleidigte Leberwurst hier zu spielen, Nugget Die in unserem Gefängnis, haben wir da keinen Fortschritt in der Forschung. Wir kommen hier gerade forschungstechnisch nicht weiter. Wir haben... Unser Wissenszuwachs ist stagniert. Passivkühler reinstellen, sagt Shukuri. Ja, könnte man machen, aber das ist halt ein enormer Aufwand. Bin halt immer so ein Typ, der von diesen Events, die sich eh irgendwann lösen, die einfach aussitzt. Ich könnte jetzt hier irgendwie 20 Passivkühler in die Räume setzen, aber ganz ehrlich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn ich 3 Leute Dinger fertig gebaut habe, die Hitzewelle eh vorbei ist. Da bin ich irgendwie... Warte mal, das dürfen wir nicht vergessen, den jetzt hier auf -7 Grad zu stellen. Wir überprüfen auch nochmal die Temperatur bei den anderen. Das wäre ein sehr blöder Fehler, wenn man das nämlich vergisst. Und monatelang anstelle einer Klimaanlage hier einen Heizstrahler eingebaut hat. Und die Temperatur fällt rapide. Das ist wunderbar. 3 Klimaanlagen, ne? Das bringt was. Philipp kocht. Sieht gut aus. 30 Grad im Kühlraum. Hier hast du recht, Schlaus, aber wird gerade gefixt. Nächste Hitzewelle kommt bestimmt. Temperatur einstellen, habe ich gerade gemacht. Genau, danke für die Erinnerung, Nohara. Die Mauer rechts ist zu heiß. Ja, das, hieran sieht man, dass diese Schießscharten Luft durchlassen. Ihr dürft also keine Schießscharten hier in eure Hauptbasis bauen, ansonsten könnt ihr die Temperatur nicht mehr richtig kontrollieren. Ist die wilde Frau wieder weg? Nö, ich schätze mal, die steht da unten und... Wo ist die wilde Frau? Leute, was ist das? Ah, hä? Habt ihr das gesehen? Ich dachte, die... Okay. Nee, Egan ist hier. Ich hatte gerade schon Angst. Och, zieht euch diesen Spannerbären rein. Der kommt nachts und starrt euch an, wenn ihr schlaft. Ja, jetzt ist ihm das peinlich, wo ihm das, wo uns das aufgefallen ist. Und verzieht sich. Aber Egan liegt hier immer noch rum, ne? Guck mal, hier liegt ein Leopard, der gerade ganz frisch. Den holen wir uns. Wer hat den denn erledigt? Ne, den holen wir uns nicht. Der ist ja schon die Hälfte abgebissen. Der Kopf fehlt schon. Den will doch keiner mehr. Ach, guck mal. Na, so ein Puma hat den Leoparden angegriffen und dann... Warte, ist der hier? Ja. Guck mal, die beiden haben sich nicht... Na, wie war das? Ich glaube, Pumas waren die kleinsten Großkatzen, oder? Unnützes Wissen am Rande. Wieso kümmert sich keiner? Albert, ey, du hast jetzt hier natürlich...
Aber kannst du vielleicht, bevor du ins Bett gehst, einmal kurz... Nee, keine Lust. Man muss immer ein bisschen Zeit lassen zwischen den einzelnen Überredungsversuchen. Ich spule vor, es ist Nacht, 41 Grad. Genau, vielleicht sind Pumas auch die größten Kleinkatzen. Also, ich habe keine Ahnung. Oh, Raid! Oh, das ist gut. Das sind nämlich irgendwelche Eingeborenen. Das sieht man anhand der Waffen hier mit Speeren und Knüppeln und Bögen. Die beraten sich erstmal, greifen dann hier wahrscheinlich an der Ecke oder an der Ecke an. Wir haben Linda, dementsprechend sehe ich da überhaupt keine Probleme. Ich freue mich nur, dass wir eventuell... Wieso pulsiert denn das hier so? Ah, wegen... Okay. So. Endlich wieder lecker Fleisch. Kann man die gefangen nehmen, fragt Andreas Ropeller. Genau deswegen freue ich mich so. Die wollen wir gefangen nehmen, überreden und dann entweder join die uns oder wir essen die. Wie siehst du denn aus? Was denn bei dir? Guck mal, du hast so ein... Was ist das denn? So ein Schleier vorm Gesicht. Du auch? Ach, ist das euer Clan-Ding oder was? Okay. Oh, ist sie hier splitternackt? Das müssen wir kurz feststellen. Oh ja, sie greift splitternackt an. Sie heißt Orange. Naja, wir behalten das im Blick. Alle fangen und in die Kampfarena stecken, sagt Felix. Ja, genau, wir versuchen das. Problem ist, mit dem Fangen ist schwierig. Jetzt kommen sie. Bevor wir sie fangen, müssen wir sie ja erstmal bewusstlos kloppen. Und mit unserer MRG-5-Pistole ist der Grat sehr schmal zwischen bewusstlos und tot. Also, komm Linda, zeig mal, was du drauf hast. Linda kommt, die Leute kommen nämlich und wir brauchen nur Linda, oder? Wobei, vorsichtshalber, komm, jetzt machen wir... Albert kommt auch. Albert, schnapp dir mal eine Waffe. Er ist natürlich so ein Brandgeschoss-Launcher, den nehmen wir vielleicht nicht mit. Shotgun oder Uzi? Oder komm, wir nehmen Old Action Rifle. Albert nimmt einen Rifle. Philipp nimmt... Philipp ist gut im Kloppen. Philipp, du kriegst einen Knüppel oder sowas. Was haben wir da? Wir haben gar nichts, außer hier ein, das Ding da, Plasteelmesser. Das ist für dich, Philipp. Alles klar. Los geht's, Angriff. Die Musik passt nicht wirklich zu der Gefahr, die gerade lauert, aber vielleicht weiß das Spiel, dass wir das easy peasy regeln werden, okay? Linda ist unterwegs. Achtung, Linda geht auf Position. Sie kommen schon, sie kommen. Es sieht so aus, als würden sie links vorbeilaufen wollen. Vielleicht können wir ihnen ein paar... mitgeben hier. Die laufen wirklich links vorbei. Ich versuche sie zu locken, indem ich einmal rausgehe. Ja, seht ihr, es klappt. Los geht's. Leider tot. Denn er geht rein. Oh, Headshot. Headshot. Und auch tot. Das ist halt nicht die Waffe, um Leute gefangen zu nehmen einfach. Und die fliehen jetzt. Ich glaube, da kommen wir auch nicht mehr hinterher. Oder in welche Richtung fliehen die? Wir versuchen es einfach. Albert. Haben wir mal Glück, dass die gerade geflohen sind. Sonst wäre Albert den gerade in die Arme gelaufen. Jetzt gehen sie hier an dem Spannerbär vorbei. Und ich glaube, Linda, ja, Linda, du kannst umdrehen. Ja, schade, das war ein ziemlich lamer Raid. Wir müssen mal überlegen, ob wir bei solchen Raids vielleicht doch eher mit nicht so tödlichen Waffen agieren, ja.
Aber gut, ich würde sagen, kleine Verschnaufspause. Ich nehme ein Stück Kaffee. Ich würde euch das Gleiche raten oder was Gesünderes, was auch immer. Macht euer Ding. Ja, bis gleich, oder? Wir looten gleich. Keine Angst, Schlaus. Ich stelle das mal ein und dann sehen wir uns nach dieser Werbung wieder. Bis gleich. Ich guck gerade in den Chat. Denzel, schau dir für Raids mit mehr Überlebenden mal die gestern erschienene Mod Raiders Never Die an. Konfigurierbar, wie schnell Gegner sterben oder einfach nur down gehen. Und was noch ganz wichtig war, hier ganz unten von Card01 Chat, hatte Denzel nicht letztes Mal noch eine Klaue für Linda? Ja, stimmt doch. Gucken wir gleich mal, da war doch was. Ich guck mal rein. Hier war doch hier unten. Wo ist das Ding? Wir hatten eine Klaue. Haben wir die schon nach Hause gebracht? Oder liegt die noch? Wo ist das Ding? Na, wo ist das Ding? Seht ihr sie? Ist sie hier? Ist im Kühlschrank? Nee, ne? Oder ist Klaue ein Körperteil, das im Kühlschrank liegt? Oder liegt die Klaue noch hier draußen? Oder warte mal, liegt die Klaue bei Rob... Nee. Aber wo ist die Klaue? Liegt die hier? Muss doch hier liegen. Ich sehe sie, glaube ich, einfach nur nicht. Wo ist das Ding hin? Dip, dip, dip. Lag die nicht hier irgendwie und dann haben wir die reingeholt? Wir hatten definitiv eine Klaue. Ach ja, das müssen wir ja auch noch machen, ne? Und hier, wie schön ist das denn? Kompaktes Titanium. Sehr wertvoll. Ja gut, wo ist die Klaue, Mensch? Ist die hier irgendwo drunter? Nee. Habt ihr sie gesehen? Rechts im Lagerraum, oder? Wer ist das? Nee, das hier ist der das Thrumbohorn. Rechts im Lagerraum. Es kann gut sein, dass ich sie gerade vor lauter Bäumen nicht sehe, ne? Muss ja hier liegen. Oder? Wo ist sie? Am rechten Tor bei der Mauer liegt dir. Okay, am rechten Tor bei der Mauer. Hier meinst du? Oder hier? Hier lag die zumindest mal, oder? Nee, hier liegt die, glaube ich, nicht. Wir hatten eine Klaue, ganz ehrlich, jetzt ärgern wir, wo ist denn unsere Klaue hin? Die war doch echt praktisch. Die wollten wir doch einbauen. Ich finde sie nicht, Leute. Also ich sehe keine. Und er sagt gerade, Clef, wir sollen mal Hüte aufsetzen wegen der Hitze. Oh, das könnte, ja, stimmt. So ein paar Cowboy-Hüte werden wir demnächst mal machen. Aber aktuell, was war? Ja, wir hatten gerade einen Raid hinter uns, alles gut. Albert überredet jetzt nochmal Egan hier mit 3 richtig schönen T-Bone Steaks. Was sagt Egan dazu? Oh, Albert hat ihr eine Geschichte über salziges Essen geflüstert. Albert hat Egan angefasst. Und zwar ein sehr verwundbares Körperteil und Unterwerfung verlangt. Aber Egan hat abgelehnt. Was genau hat sich da abgespielt? Albert? Naja gut, Albert folgt einfach, so sind wir halt drauf, ne? Das ist hier ganz normal, sowas. Nein heißt nein, sagt der nette Erich. Ja, ja. Das ist hier nicht der PC-Planet, ne? Cowboy-Hüter aus Menschenleder fordert Appmaster. Sehr gute Idee. Wir brauchen aber mehr Oh, wir haben doch gerade. So, wir müssen mal schauen. Also hier liegen überall die... Die sollen halt nicht verderben. Die wollen wir ja schon essen. Also würde ich sagen, wir sammeln die mal alle ein. Die 3. Und ich glaube, mehr Leichen haben wir nicht produziert. Die sind hier geflüchtet, das waren nur 5. Und Egan hängt hier direkt neben dem Puma ab. Hier unten, toter Schwarzbär.
Albert hat die Teetassen berührt. Wenn Linda das wüsste. Oh ja, stimmt. Albert und Linda sind ja verheiratet. Die beiden hier. Wobei Albert mag Linda lieber, als Linda Albert mag, ne? Wie sieht's aus mit Philipp? Ah ja, alles gut. So, komm, wir lassen das mal weiterlaufen. Bringt die Leichen rein. Philipp kocht die. Wir brauchen mehr Menschenleder. Wir wollen Hüte haben. Richtig schicke Cowboy-Hüte. Haben wir das Ding? Ach, das ist das Skulpturenteil. Parallel baue ich auch mal. Nee, lass erstmal die Leichen reinholen. Oder haben wir hier schon? Wir haben schon eine Taylor Bench. Wunderbar. Komm, paar Cowboy-Hüte. Aus Menschenleder. Okay. Und aus riesigem Spider-Chitin. Das geht auch noch klar, finde ich. Aus Menschenleder und Spinnenchitin. Ja, wunderbar, gefällt mir. Mach das mal so. Und zwar bau mal 3 Stück von den Dingern. Ach komm, bau gleich 5. Wer dreht gleich durch? Philipp? Wieso? Ist alles gut. Nur weil Philipp, Linda ist verheiratet. Guckt euch das mal an. Der ist mies drauf, weil Linda keinen Bock auf ihn hat. Naja, aber wie gesagt, hier auf dieser, hier ist alles ein bisschen anders. Ne? Hier ist mehr so oldschool. Da geht das noch klar. Da regiert das Recht des Stärkeren. Nicht first come, first serve. Sehr gut, Linda. Bring die Leute mal rein. Guck mal, Bad Bull macht gerade einen Tipp, wie wir checken können, ob die Klaue noch da ist. Nämlich, wenn wir sie hier einbauen können, müsste sie noch da sein. Ich sehe sie nicht. Nee. Die ist irgendwie weg, oder? Also, könnt ihr mir das erklären? Ich kann mich auch erinnern, wir hatten eine Klaue von diesem einen Cyborg und das war eigentlich eine echt gute Idee, die an Lindas Arm zu bauen, aber die scheint weg zu sein. Nee, ist weg, ist weg, ist weg, ist weg. Weiter geht's. Ja, André, es ist tatsächlich wie bei einer Seifenoper hier so ein bisschen. Ne? Linda lehnt Philipp ab, weil sie Albert liebt und Albert fummelt mit Egon rum. Schon unterhaltsam, ne? Work Frenzy. Okay, Albert hat richtig Bock auf Arbeiten. Incapacitated Refugee Quest. Okay, wir könnten jemanden retten, wenn wir hier hinlaufen. Aber ganz ehrlich, unsere Basis ist sowas von unterbesetzt. Wir können nicht auch noch Leute jetzt hier auf eine tagelange Reise schicken, die wahrscheinlich auch fatal enden würde. Nur um irgendjemanden da zu retten. Das läuft nicht. Hier unten geht's nicht weiter. Scheint wirklich gerade genug Aufgaben zu geben. Was? Heatwave is over. Guck mal. Schau zu, wie langsam die Temperatur sinkt. Albert macht unten weiter. Linda macht sauber. Philipp liebt Linda. Den Hunden geht's gut. Bald dürften die auch werfen. Temperatur normalisiert sich. Mach mal das Farboverlay aus. Maisfeld wurde gesät. Hundezwinger steht. Maisfeld steht. So, wie sieht's aus? Wir könnten jetzt hier nochmal 3, 8. Was können wir denn noch anbauen? Heu brauchen wir gerade nicht so. Erdbeeren auch nicht. Bisschen Smoke Leaf, oder? Okay.
Wir bauen ein bisschen Smoke-Leaf an, damit unsere Drogenproduktion mal so langsam ein bisschen Fahrt aufnimmt. Aber das hat auch nichts anderes zu tun. Das ist wunderbar. Dann geht das fix. Oh, es ist Nacht. Lassen wir die mal vorbeigehen. Hoffen auf den nächsten Raid. Weil irgendwie passiert ja nicht viel, was uns fordert aktuell. Die KI im Hintergrund, der Storybuilder, der könnte ja vielleicht mal uns ein bisschen was an den Kopf werfen langsam, finde ich. Ich fühle mich nicht wirklich gechallenged. Gerade mit Linda in der Hinterhand. Ist das hier alles ein Stück Kuchen. Ich raff auch nicht ganz, wie kann unser Essensvorrat immer so schnell verschwinden, obwohl wir nur drei Leute sind. Egan! Jawoll! Was war denn hier gerade? Oh. Ja. Ignorieren wir. Egan gehört uns! Schießen, schlagen. Egan läuft als erstes und holt sich mal eine Hose. Nee. Pass auf, Waffen wichtiger als Hosen. Hol dir als erstes mal... Wisst ihr was, wir nehmen Egan und geben Egan jetzt eine nicht tödliche Waffe. Welche würdet ihr empfehlen? Sollen wir hier eine Pistole nehmen, so ein 9mm Ding? Oder gehen wir direkt auf Bögen? Das Ding ist, ich finde, Bögen sind ziemlich gefährlich. Es gibt manchmal Pfeiltreffer, die dich sofort ausnocken und dann bist du tot. Habe ich schon häufig gehabt. Ich habe das Gefühl, dass so ein 9mm Ding da schon nicht so gefährlich ist. Ich mach das mal. Wir geben mal... Ach komm hier, du nimmst ja... Maschinenpistole läuft ja normalerweise auch unter 9mm. Nur mit mehr Schuss. Jetzt Elefantenleder-T-Shirt zieht sie. Sieht mal, sie lässt sich komplett ausstatten jetzt, ne? Ja, schaut sie euch an, was die alles trägt. Die ist gut ausgestattet jetzt. Wir haben niemand Neues im Team. Herzlich willkommen, Egan. Was kannst du? Haben wir ja festgestellt. Nichts. Aber trotzdem darfst du mitmachen. Nicht beim Kochen. Auch nicht beim Jagen. Du darfst mitmachen beim Pflanzen. Auch beim Meinen. Schmied, das lass mal lieber. Und das ist okay. Na gut, du bist ein ganz okayer Support-Charakter. Wo zur Hölle? Und Egan legt sofort los. Ihre erste Handlung ist ein bisschen Smokeleaf anbauen. Sie kümmert sich ums Grobe. Spulen wir vor. Beobachten das Ganze ein bisschen, bis vielleicht noch ein bisschen mehr Action kommt. Also. Ach, weil die Hunde mitessen. Deswegen kommen wir mit unserer Nahrungsproduktion nicht hinterher, oder was? Das ist aber krass. So viel konsumieren die Hunde. Ich dachte, die knabbern ein bisschen an den Leichen und gut ist. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir reagieren das da drauf. Wir bauen jetzt Heu an. Und mit dem Heu machen wir so kleine Leckerlis. Dass die Hunde nicht immer so ganze Mahlzeiten verschlingen. Tut ja nicht Not, dass die ja so eine komplette... Currywurst, Pommes, oder was essen wir? Wir essen ja eigentlich so ein Diplodocus-Fleischsteak essen. Das können ja auch ein paar Leckerlis sein. Also, für Leckerlis brauchen wir Heu und Fleisch. Also mal Heu anbauen, ja? Dann sollte das vielleicht in einem halben Monat gelaufen sein mit dem Problem hier. Ja, ich hätte das nicht sagen sollen, Fort Knox, mit der Currywurst. Hast du jetzt auf einmal auch so einen Hunger?
Wang füttert auch, ohne was für die Gesellschaft zu machen. Ja, das stimmt. Das ist ziemlich lange, wie die sich hier hinhalten lässt, ne? Also wir lassen uns ja hinhalten. Okay. Also Smokey-Feld ist gleich fertig. Danach kommt Heu. Da das fertig ist, würde ich das... Ach, haben wir schon verboten? Wunderbar. Hier ist Party. Wird zusammen gegessen. Das ist sehr sozial. Mach das mal sauber, Linda. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Du bist so fix, ich mag dich. Egan, wo willst du hin? Egan geht ein bisschen Poker spielen. Das macht allein auch eher am meisten Spaß. Guck mal, zwei Asse. Die Laune geht hoch. Kann man richtig beobachten. Also, wir haben... eins, zwei, drei Dinge für die gute Laune. Das ist schon mal akzeptabel. Peace Talks Quest wollen wir nicht. Peace ist für Pussys. Wie, ist der noch nicht trainiert oder warum? Release. Ja, aber das, was machen wir denn jetzt mit den Hunden? Die lohnen sich irgendwie nicht. Dadurch, dass sie nicht tragen können. Ach, keine Ahnung. Das Problem, da will ich mich jetzt irgendwie nicht drum kümmern, was wir mit den Hunden machen. Ich würde ja schon gern zu Ende züchten. Aber es ist natürlich vollkommen korrekt, dass wenn die Leute sich erst an diese Hunde binden und da eine gewisse Emotionalität dann herrscht und die Hunde draufgehen, weil wir sie essen oder was auch immer, das ist natürlich kontraproduktiv. Verkaufen könnte man sie auch, aber das bringt halt nichts. Das sind halt lame Terrier, die... Was kriege ich dafür? 70 Silber oder was? Ich habe ja 150 bezahlt. Ich schätze mal, ich kriege vielleicht die Hälfte. Das lohnt sich überhaupt nicht. Dieser Aufwand, dieser Dreck, den die machen, diese Nahrung, die sie zu sich nehmen. Schaut mal, ich habe gerade ein extra Feld angelegt für den verdammten Doppelterrier da unten, damit ich den Leckerlis bauen kann. Wir sind ja pfeifen auf dem letzten Loch, versuchen zu überleben. Eine riesige Tortur. Und dann müssen wir uns nebenbei noch um so zwei bescheuerte Terrier kümmern. Das ist irgendwie... Das steht nicht in Relation. Check einmal die Lage hier. Wisst ihr was? Das Ding kannst du mal dekonstruieren. Das ist ja gar nicht weit weg, bevor nachher fackelt das noch ab. Das wollen wir ja nicht. Dann dürfte Linda bald ausschwärmen und das holen. Hier ist wieder der Aztekengott. Wie geht's dir? Der ist ja irgendwie... Wollen wir mal versuchen, den zu zähmen? 35% Chance dabei... dabei durchzudrehen, wenn wir den zähmen wollen. Oh, was liegt denn? Oh! Die Brachiosaurus-Skelette, die da liegen, ne? Die sind ganz schön groß, die Dinger. ...2,8 Chance bei diesen fetten Typen hier. Die kann man ganz gut zähmen. Ach, guck mal. Komponenten 8, ist ja nicht schlecht. So viele Möglichkeiten, aber kann man nichts aus den Knochen machen? Nee, leider nicht. Aus Knochen kann man, glaube ich, nichts machen. Moment, er will keine Hunde, aber jetzt die muss zähmen. Ja, genau, weil ich will ja keine Hunde, aufgrund der Tatsache, dass sie einfach mega unnütz sind. Ursprünglich haben wir das ja gemacht, weil wir dachten, wir können die Hunde dann zu Carrier-Terriern machen. Aber da dieser Plan sich ja jetzt in Luft aufgelöst hat, sind diese Hunde plötzlich unnütz. Aber so ein paar Dinosaurier, die ein bisschen was tragen. Plus, ich würde es einfach mega sexy finden, wenn hier unser Aztekengott zu uns gehört. Und dann irgendwie hier vorne...
dann machen wir dem hier sein Areal und dann bewacht er quasi die Ostfront, ne? Das wäre schon richtig, richtig sexy, finde ich, so ein Mega-Monster. Das gleiche denn hier mit diesen super Paraceratherium-Monstern. Das ist schon eine coole Nummer. Aber das ist auch Wunschdenken. Das ist jetzt nichts unbedingt, was wir jetzt machen sollten. Wer baut eigentlich hier... Hat noch keiner Lust, die Cowboy-Hüte zu bauen. Das wäre ein Ding für Albert. Albert, wann kümmerst du dich da drum? Ach, hier... Vier Uhr morgens, 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens, Philipp steht auf, Philipp isst was, Igen steht auf, Igen geht pflanzen, Linda und Albert essen was, Philipp kocht, Albert geht pflanzen, zusammen mit Igen, die beiden. Albert ist ein richtiger Profi, seht ihr, wie fix das geht, ne? Geht Albert hier runter, schnappt sich. Nee. Gräbt weiter am Granit. Warte mal, was sollte denn Philipp gerade machen? Habe ich ganz vergessen. Philipp, irgendwas Wichtiges hatte ich doch für dich gerade noch auf der Agenda. Ja Gott, vergessen. Egal. Warum Wang nicht im Bett schläft, frage ich mich auch. Jadefuchs. Keine Ahnung. Das, normalerweise ist das, wenn wir hier ein medizinisches Bett haben und die nicht mehr verletzt sind. Aber sie ist ja nicht verletzt. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum sie nicht im Bett schläft. Ich verstehe es nicht. Hüte erstellen wollte ich, das wollte ich. Wer war das? Philipp? Nee, Albert. Was machst du gerade? Albert, ja, genau. Albert, hör mal bitte kurz auf. Ich würde das hier mal kurz prioritätstechnisch anheben, dass du das mal siehst du und los geht's. Albert schnappt sich die Menschen. Nee, er nimmt, das ist doch, das sieht nach Chitin aus. Oh ja, Albert schnappt sich ein bisschen Spinnenchitin, geht an den Schneidertisch und fängt an, einen richtig geilen Spinnenchitin-Cowboy-Hut zu schnibbeln. Es geht auch recht fix, wie man hier sieht. Und unser erster Spinnenchitin-Superhut ist fertig. Na, welche Qualität haben wir denn? Normal. Wer zieht ihn an? Komm, bring ihn an den weit entferntesten Punkt. Irgendwer Lust auf einen Spinnchitinhut? Nächste kommt sobald. Nee, sogleich, sagt man. Gut, gut. Was ist hier los? Wieso macht eigentlich keiner die Steinblöcke mehr fertig? Das wäre auch so ein Albert-Ding. Ja, weil Albert halt auch mit Mine und Growing beschäftigt ist, kümmert er sich da erst drum, wenn es da keine entsprechenden Aufgaben mehr gibt. Sieht gut aus. Sieht alles sehr gut aus. Oh, guck mal, es gibt zwei Komponentenessen hier. Diplodocus mit Beeren. Klingt lecker. Was machst du jetzt, Philipp? Warst du schon? Jetzt gehst du wieder zu Wang. Hast du Essen dabei? Ja. Wang wird überredet und das dauert aber hier. Oh, komm, wir. Spul mal vor, ich will mehr Action. Lass Igen auch jagen. Nee, wir brauchen nicht so viele Leute, die jagen. Außerdem jagen wir so gut wie nie. Die Werkbänke müssen neben das Warenhaus. Du meinst, um den Weg zu reduzieren? Das könnte man tatsächlich machen, wobei ich zugeben muss, der Weg hier von A nach B ist eigentlich noch vollkommen im grünen Bereich. Aber man könnte hier tatsächlich so eine kleine Produktionsstätte mal ranbauen, oder? Wollen wir das mal machen? Das Ding ist 6 lang.
Wenn wir mit unserem Laserdrill, den wir ja als Mod haben, noch ein paar Gesierlöcher herstellen, denn die zwei nebeneinander würden wir bei 12 raus. Oh, das passt ja genau. Wunderbar, jetzt ziehe ich hier eine Mauer. Das hier kollidiert auch nicht. Und dann ist das unser neuer Produktionsraum. Schlage ich vor, machen wir den einfach so. Und wir brauchen mal eine neue Tür. Vielleicht bauen wir die hier rein. Sehr gut. Linda, du bist so toll. Vielleicht hier auch denn die Tür. Und gut ist. Der ultimative Dude fragt nach dem Herstellen von Geysirlöchern. Geysir oder whatever. Ja, es gibt eine Mod, um diese Geysirlöcher zu drillen. Das ist dann ein Forschungsprojekt. Und findet man dann irgendwo hier. Da ist er. Laser Steam Geysir Drill. 4000 Forschung. Wird er denn hier reingeknallt? Dauert eine Weile, dieser Drill. Braucht auch eine Menge Strom. Und natürlich eine Menge Ressourcen. Stahl und Komponenten. Aber dann habt ihr ein schönes Löchlein. Könnt da euren Thermalgenerator raufsetzen. Und alles ist gut. Aktuell ist alles noch gut, weil wir stromtechnisch so gut wie gar nichts verbrauchen. Brauchen auch. Also wir haben Lampen überall, wo es nötig ist. Vielleicht könnten wir hier in den Aufenthaltsraum nochmal eine Lampe reinsetzen. Schön in die. Na, Mitte geht jetzt nicht mehr. Eieiei, ärgerlich. Dann mache ich das hier. Stromtechnisch funktioniert das? Linda, zack, zack, gibt man die Aufgabe und schon vorbildlich hat die Linda das fast ausgeführt. Die Kapseln soll ich aufmachen, sagt Gargoyle. Wollen wir das mal machen? Eigentlich ist ja jetzt gerade tatsächlich Ruhe. Wir können mal... Wir machen das. Wir gehen jetzt die Kapseln aufmachen. Wir machen das morgen früh, wenn alle ausgeschlafen sind, okay? Es ist 22 Uhr. Wir lassen jetzt alle einmal schlafen. Hier noch ein schönes Abendessen und morgen früh geht's los, Kapseln aufmachen. Hohe Wahrscheinlichkeit, dass da böse Leute drin sind, weil man hat ja so ein Trauma nach dem Kryptoschlaf, ihr kennt das. Da geht's einem nicht so gut, da ist einem schlecht, da kotzt man und man prügelt auf alles ein, was sich bewegt. Verständlicherweise, das nimmt einen mit. Und da sind wir aber drauf vorbereitet. Und zwar Maschinenpistole mit einem Messer, mit einem Gewehr und mit unserer MRG-5 Pistol. Die Supergun. Ein Uhr nachts. Ja, die Zombie-Mod finde ich auch ganz gut, wobei, naja, man kann sie ordentlich einstellen. Aber das kann auch richtig nervig werden. Die haben da diese Zombies bei, die denn sehr so stark gepanzert sind und da könnt ihr gar keine Verteidigung gegen aufbauen. Wenn da zwei, drei von denen kommen und ihr habt nicht irgendwelche super Verteidigung, dann sind die echt hart zu bekämpfen. War zumindest vor einem Jahr so, als ich zuletzt mal mit der Zombie-Mod da gespielt hatte. Aber ich kann sie empfehlen, die ist ganz lustig, aber die können auch echt nervig sein, diese Zombies. Was denn hier? Die Homezone unten ist nicht richtig. Thank you.
Wird gut. Wird hier auch mal sauber gemacht. Ich baue mal eine kleine Skulptur. Und die bauen wir woraus? Ist eigentlich egal. Nicht aus Stahl, nicht aus Titanium. Du kannst sie aus Stein bauen. Auch nicht aus Alpha- oder Beta-Poly. Ist viel zu wertvoll. Also aus Holz oder aus Stein. Wir gucken erstmal, ob überhaupt... Da wird sich keiner drum kümmern. Das ist wieder das Ding von Albert, aber Albert fängt vorher an zu hacken und zu pflanzen. Eine weitere Gefängniszelle brauchen wir eigentlich nicht. Das sieht gut aus. Also das sind ja Gefängniszellen slash Kranken, wie heißen die? Krankenzimmer. Ja, Kapseln schon wieder vergessen. Nee, ich doch nicht. Ich hab schon jemals was vergessen. Es ist 6 Uhr morgens hier. Siehst du, dass Albert noch schläft? Naja, den wecken wir jetzt. Ja, du hast vollkommen recht. Wir müssen los. Also, wie sieht's aus? Linda, du bist ja nie technisch versorgt. Albert auch. Also, wir könnten da einen relativ langen Kampf durchstehen. Philipp würde vielleicht durchdrehen, weil der gerade ein bisschen Hunger hat. Aber der geht was essen. Lassen wir ihn kurz was essen. Igen, du bist gut drauf. Okay, nachdem du aufgegessen hast, Philipp. Oh, guck mal, wie der kleine Terrier jetzt diesen fetten, was ist das für ein Saurus? Diplodocus gerade knabbert. Wie viel knabbert? 1,5% hat er da weggeknabbert. Der kleine Terrier. Habt ihr das gesehen? Philipp, hast du jetzt schon gegessen? Ja. Schnapp dir nochmal das... Nee, Wang, lass mal in Ruhe jetzt. Die Tante, die ist mega nervig. Also, alle, zack. So. Los geht's. Gesamte Base ausschwärmen. Tagesausflug zur Kryptoschlafkammer im Nordosten. Kommt alle mit. Ich ärgere mich immer noch, dass ich nicht weiß, wo das verdammte... diese Skizzerblades sind. Und was ist hier passiert? Wieso? Das checke ich jetzt nicht. Wieso sind hier neu gesäte Pflanzen? Wo sind die alten? Und wieso wird überhaupt gesät? Ich habe doch gesagt... Nee, wie habe ich nicht gesagt? Shit. Deswegen. Okay. Komisch, da scheint irgendwas kaputt gegangen zu sein. Ich hoffe nicht, dass unsere Terrier da die Heroes mampfen. So, das hier ist ein Riesenfaultier. Brauchte keine Angst haben. Oh oh, ein Sonnensturm. Das ist ein bisschen doof, weil unsere technischen Geräte sind jetzt deaktiviert, inklusive unserer Kühlräume. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Linda, du bist so fix. Warte mal auf deine Kumpels. So, wir machen das folgendermaßen. Stellt euch auf. Du mit dem Messer gehst nach vorne. Linda, du bist so wichtig. Du stehst... Nee, ihr steht hier einfach alle in einer Reihe. Was haltet ihr davon? Ich will nämlich nicht... Ich kann die auch hier entziehen, aber dann schießen die Linda nachher noch in den Rücken. Ehrlich gesagt habe ich immer noch Angst, dass die Linda in den Rücken schießen. Deswegen stellen wir uns... so auf. Okay? Philipp, öffne den Eimer. Achtung, jetzt wird's gefährlich. Oder? Okay, alles klar. Das sind aber viele. Und die sind gut genährt. Ja, sieht aus wie Meatloaf. Oh, guck mal, die hat ein synthetisches Herz. Oh shit, den würde ich so gerne... Ein bionisches Ohr. Okay, also wir machen das folgendermaßen. Linda, schießt auf Anja. Albert, schießt auf Anja. Igen, schießt auf Anja. Philipp greift Geradon. Was hast du für eine Waffe? Das ist eine SMG, nicht schlimm. Was hast du für eine Waffe? Gar nichts. Gar nichts. 9mm und eine Shotty. Gar nicht so schwierig, wenn er sie in Nahkampf verwickelt. Okay, pass auf, los geht's. Ich will ihn halt im Nahkampf. Ich will sein synthetisches Herz rausreißen.
Aber die sind natürlich auch gut gepanzert, wie wir gerade sehen. Was haben die für krasse Sachen an? Flakweste, Flakjacke, Flakpants. Scheiße, das ist so eine Flaknummer. Oh, mit Hyperweave-T-Shirt. Oh, die... Oh, 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 oh. Philipp geht gleich down. Philipp ist down. Albert ist down. Linda ist angeschossen. Okay, weiter auf ihn. Er ist... Jawohl! Okay. Das sieht sehr bunt aus. Gefällt mir. 6 Stunden ist machbar. Ist machbar. Wenn Linda jetzt nicht zu viel Schaden frisst und ihre Geschwindigkeitseinbuße nicht zu stark ist, kriegen wir das hin, ihn von hier in 6 Stunden nach Hause zu bringen und zu verarzten. Dafür muss das jetzt aber auch ab jetzt glatt laufen und es darf nicht viel mehr passieren. Problem ist, Philipp... Philipp hat gar kein Problem. Er ist down gegangen aufgrund von Faustschlägen. Er hat keine blutenden Wunden. Alles gut. Das heißt, wir können Philipp auch erstmal eine Runde hier liegen lassen. Linda, kümmere dich darum, du darum. Albert, was mit dir? Du hast 8 Stunden. Okay, weiter geht's. Okay, Egan, geh mal hier hinter. Der Typ versteckt sich hinter dieser Kryptoschlafkapsel. Das kann doch nicht sein. Bisschen flankiert und schon geht das. Oh, er kotzt gerade. Habt ihr das gesehen? Während er... Pass auf, wir gehen jetzt in Nahkampf. Der Typ ist ganz alleine. Wir machen ihn jetzt bewusstlos. Okay, das war ein tödlicher Faustschlag. Naja, okay, wir haben nicht mit Fäusten, wir haben mit unserem Orion Exoskeleton und unserer Maschinenpistole zugeschlagen. Das kann natürlich sein, wenn man einem die so überzieht, dass da mal einer bei drauf geht. Aber schaut an, wie viel Gold hier liegt. Und jetzt aber das Wichtigste, wir müssen die Leute nach Hause bringen. Das war gar nicht so unerfolgreich. Okay, Linda, schnapp dir den Typen. Egan, schnapp dir Albert. Und der Rest muss, ja, Philipp, sorry, aber du liegst hier jetzt erstmal. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir müssen gucken, dass Egan das zeitlich schafft, ne? Kann man aber nicht beeinflussen. Sieht gut aus. Ich würde mal kurz hier ein paar neue Gefängnisse definieren. Zack. Ja, Strom ist immer noch nicht da. Wegen des Sonnenflares. Egan? Hast du Albert liegen gelassen? Was ist da denn? Egan, wieso lässt du Albert? Wieso hast du Albert einfach liegen gelassen? Bist du doof? Albert blutet doch. Habt ihr das gesehen? Die Mordliste gibt's in der ersten Folge ganz am Anfang übrigens. Dörder 95. Da müssen wir ja drauf... Habt ihr das schon mal gehabt, dass der die Leute einfach liegen lässt? Komisch. Linda ist so fix. Das wird was, oder? Komm, beeil dich. Ich will dieses synthetische Herz rausreißen. Das ist bestimmt gut. Linda, Linda. Komm, mach hin. Egan. Jetzt die ruhige Musik nach diesem Sturm. Ja, Egan ist creepy. So stimme ich dir zu, Sir Crash TV. Guck mal, was mega smart gewesen wäre von Clef. Der hatte die Idee, was man hätte machen können, ist hier Skischarten einbauen, ne? Und dann aufmachen. Aber komm, wir haben es ja geregelt und das wäre auch ein bisschen cheesy, oder? Linda, sehr gut, sie läuft oben rum. Noch 4 Stunden, das ist machbar. 5 Medical.
Mach das. Linda holt Medizin, um Geradon einiges abgekriegt. Wie viel Medizin schnappst du dir? 6 haben wir. 5 Stück. Das ist aber auch ordentlich hier. So, wo bleibt Egan? Egan kommt. Langsam aber sicher. So, das sieht gut aus. Ja, vergiss nur Albert nicht, sagt Susi gerade. Ja, nee, wir müssen kurz einmal hier die medizinische Versorgung sicherstellen, danach holen wir Albert. Albert wird auch nicht sterben. Ich könnte Albert tatsächlich vergessen. Warte mal. Ich meine nicht Albert, Philipp. Ich könnte Philipp tatsächlich vergessen. Der würde sich hier selbst auf... Der ist nur bewusstlos. Der steht irgendwann auf. Der hat ja wirklich keine Schnittwunde. Das sind ja alles nur... Er hat ja nicht mal... Doch, er hat einen Bruch. Was war Femur nochmal? Femur war, glaube ich, Oberschenkel. Sein rechter Oberschenkel ist gebrochen. Radius, was war das aber? Ist das das, war das, hier Musikknochen oder wie heißt das Ding nochmal? Humerus, was war Humerus? Oh Mann, ich habe das irgendwann mal nach... Ich vergesse das immer wieder. Ah ja, 3 Knochenbrüche auf hier. 4. Nee, ich glaube, Clavicle ist das Schlüsselbein. Wobei, keine Ahnung. Kann mir das einfach nicht merken. Ich habe das schon so oft nachgeguckt. So, Albert sieht gut aus. Albert, einmal kurz. Egan, könntest du bitte aufhören zu beten, so wie du das hier unten vorhast, und dich um Albert kümmern? Nee, da hast du gar keinen Bock drauf. Du bist kein Kümmerer. Da steht's. Okay. Seht ihr, Philipp steht gerade auf. Dem tut das gar nicht, dem tut das nicht weh. Linda hat sich den Bosshut aufgesetzt, lese ich gerade. Okay, also haben wir... Philipp kommt jetzt nach Hause, wahrscheinlich etwas langsamer, mit einer Geschwindigkeit von 48%, weil er stark verprügelt wurde. Das macht aber trotzdem keinen Sinn, Philipp, wenn du jetzt mit leeren Händen kommst. So, einfach alles aktiviert hier, zack, zack. Philipp, schnapp dir mal dein Messer als erstes. Und dann nimmst du was mit. Ich würde sagen, diese Machine Gun ist recht wertvoll, weil die verliert auch an, weil dadurch, dass es offen ist, sind wir draußen, die verliert an Haltbarkeit. Alles andere wie das Gold, das können wir hier ruhig erstmal liegen lassen. Philipp, schnapp dir die Machine Gun. Bring die nach Hause. Und ansonsten ist hier alles gut. Die Dinger können wir später auseinanderbauen. Claimen wir vorher. Bring den Kram nach Hause. Sehr gut. Medical Emergency haben wir hier. Aber das ist doch, der Drops ist gelutscht. Guckt euch das an, wie gut Geradon geht. Wir könnten rein theoretisch Geradon noch überreden. Aber er ist ein unglaublich hässlicher Nudist. Der auch, glaube ich, Frauen überhaupt nicht mag. Sympathisch, oder? Passt doch genau in unsere Runde rein hier. Hat so 3 richtig schöne Ticks. Linda, beeil dich mal mit Geradon. Der müsste doch jetzt fertig sein. Mach da. Jetzt kümmere dich bitte um Albert. Das müssen wir alles manuell machen, ansonsten verreckt uns der Albert. Wie viele Stunden hast du noch? Noch 4 Stunden, das reicht. Ist zwar knapp, aber ist noch drin. Lübt. Wang liegt hier am Boden immer noch. Vielleicht ist...
Claes Wang auch so ein bisschen devot und steht da drauf, so nackt als Fußvorleger zu fungieren. Könnte ja sein, dass das so ihr Ding ist. Egan geht schlafen. Hast du eigentlich? Nö. Guck mal, nur so ein... Das hatte ich auch noch nicht. Ein Schuss in den rechten Arm, der aber nicht blutet. Das war wahrscheinlich nur so ein Streifschuss, der sich jetzt verheilt hat schon. Das ist ein ganz... Naja, 8 Schaden hat der gemacht. Egal. Registrieren wir. Und haben wir jetzt an alles gedacht. Verreckt uns keiner mehr. Philipp kommt. Philipp ist nicht in Lebensgefahr. Wir haben eigentlich alle wichtigen Dinge erledigt. Und können jetzt alles seinen Lauf gehen lassen. Oder? Ja, ich denke schon. Wenn Albert hier durch ist. Und Albert ist durch und danach kümmert sich Linda um Egan. Oh nee, oh, wir dürfen nicht vergessen, uiuiuiui, wir müssen Linda selbst auch verarzten. Wie machen wir das denn? Egan, das machst du gleich. Philipp kann das ja, glaube ich, nicht. Der ist ja incapable, ah nee. Nee, genau andersrum. Okay, anscheinend haben wir bei Egan noch nicht eingestellt, dass er nicht die teure Medizin verschwenden soll. Denn diese bescheuerte kleine Miniwunde, da brauchen wir keine Medizin für. Da verschwenden wir nichts. Das flickst du mit Spucke. Kein Problem. Und unsere Siedlung lübt. Alles gut. Nee, Linda, warte mal, du sollst eigentlich auch... Na gut, ist erstmal was. Oh, sie blutet gerade noch ein bisschen. Linda, gehst du jetzt ins Bett, bitte? Nee, Linda schnappt sich erst nochmal was zu essen. Geht spazieren. Nee, Linda, weißt du was? Linda, leg dich mal bitte hier hin. Du blutest noch. Und 62% aus einer Wunde ist auch gar nicht so wenig. Und wer kümmert sich jetzt? Albert kümmert sich jetzt. Aber kann sich nicht bewegen. Shit. Linda muss sich selber verarzten. Warte mal, wo stellt man das denn nochmal? Ah, da. Self-Tent. So, Linda, machst das selbst, ja? Die verbindet sich selber und ich finde, das ist auch gar nicht so abwegig. So ein Maschinengewehrschuss ins linke Bein. Haben wir gemacht. Jetzt verbindet sie wahrscheinlich noch so ein bisschen. Hinten am Nacken hat sie noch einen blauen Fleck. Da hat sie einen Schlag von der Pump Action gekriegt. Und alles gut. Jetzt spielt sie Horseshoes. Seht ihr? Alles Bingo Wingo. Easy peasy. Linda macht das. Ab nach raus. Erstmal schön Horseshoes spielen. Jawohl, Priorität, ne? Okay. Ich glaube, wir müssen uns erholen. Ich lasse es mal hier in der Übersicht. Wir gucken mal. Mit einer halt selbst verbinden. Ja, stimmt. Die Dame hat ja nur einen Arm gehabt. Linda ist so gut. Mit einer Hand selbst verbunden. Ich freue mich auf den Tag, wo sie sich mit einer Hand selber den Arm transplantiert. Das wird so gut. Wurde jemand angeschossen? Oh ja, da kommen sie, die Infektionen. Da habe ich ein bisschen Angst vor, aber das ist jetzt Geradon. Dich würde ich gerne durchbringen. Das heißt, wir benutzen tatsächlich die gute Medizin. Linda, würdest du das machen? Du bist halt irgendwie, tut mir leid, aber du bist einfach so, so nützlich. Egan ist eine Frau? Stimmt. Egan ist ja eine Frau. Bei Egan muss ich halt immer an Ghostbusters denken und hab dann direkt ein Bild im Kopf. Aua. Yeah. Infektion am linken Bein. Wird sich drum gekümmert. Alles gut. Mhm.
Und Linda geht wieder schlafen. So, wir sehen hier schön verarztet. Sieht gut aus. Wang, Doppelzimmer. Eigentlich, wenn jemand mal Zeit hat, wird Wang wahrscheinlich rüber transferiert. Was machen wir mit Geradon? Also, der ist die. Der Widerstand hier zu join ist nicht unbedingt hoch. Das wäre schon im Rahmen des Möglichen. Die Frage ist nur, wollen wir ihn? Denn er kann nichts wirklich, also außer Social. Kann ja nicht mal kämpfen. Ich meine, wir brauchen Leute, aber das ist, der kann ja gar nichts. Ich würde irgendwie voll gern das Herz haben. Ich habe nur Angst, dass wir haben, das Herz würde jetzt hier super lange rumliegen, weil wir ja mit dem Forschen nicht weiterkommen. Wir haben dieses Forschungsproblem, dass momentan mir zu dritt, naja, zu viert keine Kapazitäten zum Forschen haben. Dementsprechend würde dieses super wertvolle synthetische Herz hier rumliegen und wir könnten es nirgendwo einbauen. Könnten es verkaufen. Braucht denn eigentlich irgendwer gerade ein Herz? Haben wir irgendwo Probleme? Nee, eigentlich nicht. Könnten es verkaufen. Ich meine, da haben wir schon mal die Möglichkeit, sonst sind, das machen wir, oder? Den, also. Trotzdem warten wir die Infektion ab. Erst nachdem die verheilt ist und er auch wieder komplett geheilt ist, fangen wir an, dort Organe zu ernten. Vorher ist die Gefahr eines Fehlschlags zu hoch, wenn er hier noch nicht durchgeheilt ist. Außerdem habe ich gerade überlegt, da wir jetzt gerade so viel heilen, könnte man auch mal so ein paar dedizierte super Medizinräume herstellen. Das bedeutet, wir brauchen Medizinbetten, hier so Überwachungsmonitore und sterilen Boden. Steriler Boden ist recht teuer, aber ich glaube, den könnten wir gerade mal, den müssen wir erst erforschen, fällt mir gerade ein. Was ist denn mit diesen Überwachungsmonitoren? Die müssen wir auch erst erforschen. Und haben wir überhaupt die Krankenbetten schon erforscht? Ach, die haben wir auch noch. Wir haben ja noch gar nichts. Und wir können nicht mal forschen, also alles klar. Vorspulen. Egan holt weiter Kram. Nee, Egan, guck mal, fängt an. Schau her, wir haben Medizin. Das ist eine interessante Entwicklung. Wobei Egan jeden zweiten Erntevorgang versaut. Wieso? Weil du so schlecht bist. Ah. Wang geht berserk. Aber wenn Wang berserk geht, ist das so ähnlich wie, keine Ahnung. Ich will jetzt niemanden beleidigen. Deswegen ist das nicht so schlimm, wollte ich sagen. So. Na komm. Geradon kann laufen. Wunderbar. Und wird gegessen. Die Hunde mampfen die Beeren. Wir haben noch 5 Mahlzeiten. Philipp geht's gut. Man könnte das verbinden. Aber man muss es nicht. Philipp geht's ja richtig gut. Ihr seht das, wie er hier quickfidel durch die Gegend. Was macht der? Will der Cloudwatching? Der schaut sich jetzt die Wolken an. Ich meine, und Egan benutzt das Teleskop. Das ist hier eine riesen Erholungsgeschichte gerade. Seht ihr, wie gut das den Leuten geht? Hast du keine Waffe, Egan? Doch, hast du eine Waffe. Hat er schon. KUW. Brauche ich ihm nicht geben. Hat er gerade im Chat gesagt. So, Linda, was ist mit dir? Du kannst eigentlich auch aufstehen. Iss mal was. Wang muss nun langsam mal integriert werden. Ja, Wang wird die ganze Zeit integriert, aber das. Oh, ich glaube, wir haben erst 7 Punkte hier abgezogen. Das wird ewig dauern. Ja, aber ich finde, das ist gar nicht schlecht gelaufen.
Eigentlich war ja Plan, mehr Leute zu akquirieren, damit es hier ein bisschen vorwärts geht. Weil mit 3/4 Leuten ist das schwierig. Ich meine, ich muss euch nicht nochmal erklären. Ihr wisst, die Forschung stagniert. Wir kommen nicht wirklich vorwärts. Gerade diese Organtransplantationsgeschichte ist so auf Eis gelegt und auch viele andere Dinge. Es ist nicht viel passiert, wobei ich fand es doch recht spannend. Gucken wir mal. Vielleicht beim nächsten Mal ein großer Raid, wo wir ein paar Leute akquirieren können. Das war's für heute auf jeden Fall. Ich drücke auf Menü, ich drücke auf Speichern. Ich sag Tschüss. Bolo Wabo, Superkickskrieger, Sir Crash TV, Raptor H, KUW, Dicker MC und Dagazi. Hugo Boss war auch dabei und Persil 101. Wir sehen uns diese Woche nicht mehr. Wie gesagt, es tut mir leid, ich bin arg verletzt. Ich muss erstmal nach Hause und mich verarzten lassen mit Heal Root. Und dann 2 Tage im Medizinlabor verbringen. Verzeiht es mir, wir sehen uns aber. Ja? Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal.